Hallo und herzlich willkommen auf meinem Channel. Mein Name ist Zellacon. Ich begrüße euch herzlichst. Morgen ist Digicomi am 22.05.2021 inzwischen. Digicomi, das bedeutet Dokomi nur digital und ja, das ist ein bisschen anders, als ihr das normalerweise von uns kennt. Also, normalerweise heißt Dokomi, wir treffen euch auf der Messe, auf dem Messegelände Düsseldorf. Und wir nehmen zehntausende Kids mit und ihr könnt bei uns gratis basteln, ja, Erfahrungen austauschen oder andere Spöskis machen. Das funktioniert leider im Moment nicht so gut, ne? Danke, liebes Corona. Und deswegen weicht das Ganze ein bisschen digital aus. Das bedeutet aber nicht, dass wir nicht sehr viel Spaß zusammen haben können. Dokomi digital bedeutet einerseits, ihr könnt im VR die Dokomi besuchen, also nicht nur VR, sondern wie nennt sich das, in diesem VR-ähnlichen Ding. Ihr braucht keine VR-Brille dafür, ihr könnt einfach da durchlaufen mit eurem Charakter und verschiedene Stände euch anschauen. Die Dokomi wird auf Twitch live streamen, alles mögliche, VTuber, Anime und so weiter und so fort. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall das Ganze. Wir haben sogar einen Werbeblock mit Vidu Gunpla und ein Video, das ich aufgenommen habe, das ja, vielleicht noch mehr Leute in dieses wunderbare Hobby holt. Das war aber nicht alles, denn das reicht uns nicht. Wir wollen volle Löhre, volle Lotte hier Content für euch schieben. Und das bedeutet, dass ich und Don Zwergo, wir werden streamen, ja, auf Twitch werden wir, ja, 9 Stunden oder über 9 Stunden vielleicht für euch Content produzieren. Das setzt sich wie folgt aus. Für unsere Streaming-Schedule werde ich hier einblenden, ich werde es aber jetzt auch nochmal sagen. Ich werde anfangen, ja, auf Zellacons, ne, so ein bisschen Wiederholung, so ein bisschen Einstimmung in das Thema, Einstimmung in die Dokomi. Wir werden uns alte Videos anschauen von der Dokomi, von meinem Kanal. So ein bisschen Introduction, was ist Gunpla, interessiert euch das oder auch nicht? Und ja, das wird morgens von 10 Uhr anfangen und um 12 Uhr gehen wir dann live. Das heißt, der Don Zwergo und ich, wir werden einen Multistream machen. Multistream bedeutet, dass ihr eine Linkadresse bekommen werdet. Und mit Hilfe dieser könnt ihr beide Streams gleichzeitig gucken und ihr könnt beide, ja, Chats gleichzeitig benutzen. Ganz, ganz coole Sache und wir machen das aus dem Grund, weil wir wirklich Programm für euch vorbereitet haben. Also, auf meinem Stream werdet ihr ab 12 Uhr, wie gesagt, MG Barbatos OOB-Bild mit all meinen Skills und Rat und Tat und anfängerfreundlich und ihr könnt mir so viele Fragen stellen, wie ihr wollt und ja, wir können einfach gemütlich abhängen, einen chilligen Samstag haben und wenn dann immer noch Zeit bleiben sollte, später machen wir noch ein Saku Kitty, ja, ein Limited Modell, muss man halt dazu sagen und das werden wir auch noch bauen. Zeitgleich im Stream von Don Zwergo nimmt er sich genau diesen MG Barbatos, den wir aufbauen und wird ihn komplett lackieren. Hat er zumindest gesagt. Wir müssen mal aufpassen, dass er da auch sein Wort hält und es schafft, einen ganzen MG in einem Tag zu lackieren. Das wird hart, hart, hardcore und hoffentlich sehr, sehr interessant für euch. Denn wir werden beide Spektren ja, hoffentlich abdecken. Die absoluten Anfänger, die gerade erst anfangen zu bauen und die Leute, die jetzt mal sehen wollen, wohin die Reise mit Gunpla noch gehen kann. So, ich glaube, jetzt habe ich alles erklärt. Ich weiß nicht, 20 Uhr oder so werden wir mal anpeilen aufzuhören. Wir werden dann auch ziemlich durch sein. Insofern, ja, habt Nachsicht mit uns, wenn das nicht mehr so toll funktioniert und nicht bis in die Mitternachtsstunden hinein geht. 9 Stunden streamen, ich habe schon Herzrasen ein wenig, ob wir das so gut durchhalten werden. Wir werden zwischendurch mal irgendwann eine halbe Stündchen Pause machen. Das werden wir aber noch ankündigen. Insofern, haltet euch fest, morgen, Samstag, 22.05. Digicomi auf Zellacons und Don Zwergo. Links dafür kommen dann an den Tagen noch raus. Und ihr habt volles Programm an diesem Samstag. Ich hoffe, ich werde euch alle dort sehen. Schreibt doch fleißig mit im Twitch-Chat. Und ja,
Ich wünsche euch ansonsten trotzdem ein schönes Wochenende. Ich bin total aufgeregt. Ich hoffe, ihr auch. Insofern, bis dann. Deutschland ist hobbymäßig unterversorgt und wir von Video Gunpler wollen dies ändern. Als Anime-Experten wisst ihr natürlich, was Mechas sind und wie diese aussehen. Bei uns dreht sich alles um Gundam, das sind ca. 18 Meter hohe Mechs, die inzwischen schon 41 Jahre lang durch Bücher, Serien, Filme und natürlich bei uns zu Hause rumspringen. Viele denken dabei an Modellbau, der so widerliche graue Kids, die mit Kleber, der meist nur an den Händen kleben bleibt und 10.000 Werkzeugen zusammengezimmert werden muss und dann immer noch grau ist. Gunpla, das aus den Wörtern Gundam und Plastic Model besteht, ist das Hobby, diese Mechas zu bauen. Dazu müsst ihr weder Fingerübung machen, noch eine Lackierausbildung. Gunpla ist bereits fertig gefärbt und kann Lego-artig zusammengesteckt werden. Vertraut mir, das hört sich jetzt schwierig an, aber wer schon mal was von IKEA zusammengebaut hat, der wird hier als Profi an die Sache gehen. Und schon nach wenigen Minuten steht bei euch zu Hause eine Figur, die genial aussieht und auch noch voll posierbar ist. Ihr glaubt mir nicht, schauen wir uns das Ganze doch mal an. Damit ihr seht, dass ich euch hier nicht angelogen habe, so sieht ein typischer Karton aus. MG Barbatos, na, wer kennt ihn aus dem Anime Iron-Blooded Orphans. Die Anleitung ganz einfach, also auch hier bitte nicht von dem Japanisch konfus machen lassen. Das sind wirklich Bilderanleitungen, die einfacher sind als IKEA. Und das Schöne ist, schaut es euch an, das Plastik ist nicht irgendwas Graues, sondern wir haben alles perfekt in der Farbe, in der wir es haben wollen. In diesem Falle sogar plated, das heißt mit so einem Metallüberzug. Und hier zeige ich euch mal, wie schnell das gehen kann, zwei Teilchen zusammenzubauen. Denn es ist so einfach, dass ihr nur es rausknipsen müsst und zusammenstecken, damit es hält, beweglich ist, funktional und ja, euch hoffentlich Spaß bringt. Und so steckt ihr Teilchen für Teilchen aneinander, bis ja, ein paar Gliedmaßen dabei rauskommen. Und die fügen sich dann auch ganz magisch zusammen. Jetzt wisst ihr, wie schnell ihr eine coole Figur zu Hause stehen haben könnt. Aber bestimmt schwören euch jetzt noch Bilder im Kopf von geairbrushten Modellen oder mit LEDs versehen oder. Tja, dann heiße ich euch willkommen bei denen, die immer mehr wollen. Und das ist gut so. Modelle können 20 Minuten dauern, man kann davor sitzen und zufrieden sein. Oder man möchte weitergehen und sagen, ich will das Maximum rausholen. Eine der einfachsten Sachen wäre das Panel-Line, also das Schattieren oder zum Beispiel Sticker bzw. Decals auftragen. Hier sind zum Beispiel einige Kits von unserer Community gebaut. Viel Spaß! Jetzt seid ihr dran. Während der Digikomi streamen wir Aufbauten und Modifizierungen auf Twitch unter Zellacons und Don Zwergo und wöchentlich auf YouTube mit neuen Videos rund ums geniale Hobby. Auf der Dokumi seid ihr an unserem Stand herzlich willkommen. Auch letztes Jahr in dieser ja, etwas schwierigeren Zeit haben wir euch ein Entertainment en masse geboten. Über 100 Kits konntet ihr gratis bei uns bauen und mit nach Hause nehmen. Wie ihr seht, ist da nicht viel zu nötig. Viele Cosplayer waren da, das fanden wir super und die wollen wir auch wiedersehen. Ihr konntet ausprobieren, auf der Airbrush mal ein bisschen was zu sprühen und das unter kompetenter Beratung. Und wie immer haben wir unsere eigenen Modelle dabei gehabt, um euch zu zeigen, was noch so alles möglich ist. Wir würden uns freuen, euch nächstes Jahr wiederzusehen. Schaut doch einfach mal vorbei oder bringt was vorbei, wenn ihr was ausstellen wollt. Und nun seid ihr dran. Kommt vorbei und baut doch was selber. Wir freuen uns auf euch. Bis dann.